Hallo bei der Klimazeit, schön, dass Sie dabei sind. Die afrikanische Wüste begrünen und dann noch das Klima retten. Klingt beides sehr, sehr schwierig bis unmöglich, aber genau das sind die Ziele eines Professors vom Umweltcampus Birkenfeld. In Mauretanien sollen 2 Millionen Hektar Land fruchtbar gemacht werden, mit Hilfe von entsalztem Meerwasser und Solar- und Windenergie. Das Sahara Renaissance Project, kurz SAREP, ist das größte Wüstenpflanzprojekt der Welt und soll noch in diesem Jahr losgehen. Wir stellen Ihnen den Professor mit der großen Idee vor. Sich nicht mehr in kleinen Dingen verlieren, das ist sein Ziel. Der Professor aus Birkenfeld will nichts Geringeres als die Wüsten der Welt begrünen. Solche Gestelle mit Solarzellen spielen in seinem Sahara Renaissance Project, kurz SAREP, eine entscheidende Rolle. Sie helfen mit, pro Jahr 250 Millionen Tonnen CO2 aus der Luft zu holen. Wir stehen unter einer sogenannten Agrophotovoltaikanlage, die im Moment in Deutschland sehr populär wird, weil wir darunter Landwirtschaft machen können. Die Landwirte vor den Elementen schützen können, Starkregenereignissen und Trockenheiten. Und wir planen, das System auch in Mauretanien einzusetzen. Starten soll die Begrünung der Wüste Mauretaniens bereits in diesem Jahr. Auf zunächst einer kleinen Pilotfläche von 4 Hektar. Später sollen es mal 2 Millionen Hektar werden. Professor Heck will mit Sonne und Windkraft Meerwasser entsalzen und so Pflanzen und Bäume wachsen lassen. Dies bindet CO2 im Boden. Besser als im Meer. Die Meere im Moment nehmen sehr viel CO2 auf und verwandeln sich dabei in Sprudelwasser, also versauern quasi. Die Meere sterben dabei. Die Böden hingegen, wenn sie CO2 aufnehmen, werden besser. Kohlenstoff im Boden heißt ein nährstoffhaltigerer Boden. Das heißt, wir wollen terrestrisch einlagern, also in Böden, und dabei quasi Urproduktion für Nahrungsmittel in der Wüste möglich machen. Die Wüste Mauretaniens hat ein gewaltiges Potenzial an Sonnen- und Windenergie, das zur Trinkwassergewinnung genutzt werden kann. Das ist gut, denn viele Menschen haben kein sauberes Wasser. Auch der Fischfang ist stark zurückgegangen. Ein netter Nebeneffekt ist der, dass wir auch sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Was mir persönlich sehr wichtig ist, weil wir gerade in Mauretanien, auch gerade dort, wo wir das Projekt SAREP beginnen, monatlich 10.000 Abfahrten von Flüchtlingen auf die Kanarischen Inseln haben. Mit all den dramatischen Folgen für die Menschen, die in den Booten sitzen. Das Sahara Renaissance Project kann da etwas dagegen setzen und Perspektiven schaffen. SAREP schützt das Klima, aber gleichzeitig schaffen wir 400.000 Arbeitsplätze. Das sind 1,2 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln und Unterkunft versorgt, mit Bildungsmöglichkeiten. Straßen sollen gebaut werden und eben auch Siedlungen. Und dann wird für mich Klimaschutz eben auch wirklich sinnvoll, weil ich nicht nur uns die Haut rette, sondern eben auch einen Beitrag leiste zu einer Wertschöpfung, die in Afrika stattfinden kann. Peter Heck investiert sogar eigenes Geld, um der Regierung und sich selbst zu zeigen, dass er es wirklich ernst meint. Mir war es wichtig, dass wir letztendlich mehr in dem Land lassen, als wir mitnehmen. Und wir nehmen eigentlich nur die Überschüsse mit. Was das Land braucht, bleibt da. Nahrungsmittel zuerst werden für Mauretanien produziert, dann für die Region. Und wenn Sie so rumdenken, also afrikanisch draufschauen, dann haben Sie auch die unterstützende Regierung. Wir haben die gesamte Regierung, Workshop mit 6 Ministern, die alle auch konkret ihre Interessen und ihre Wünsche äußern und danach sagen, wann kannst du anfangen? Wann fängst du an? Im November dieses Jahres wird in der Hauptstadt ein Büro eröffnet. Und im nächsten Jahr soll am Strand, wenn alles klappt, Schritt für Schritt seine Vision Wirklichkeit werden. Es ist eine so schöne Landschaft. Es gibt keine Straßen, es gibt keine Menschen. Wir sind an der Küste entlang gefahren bei Ebbe. Ich war total begeistert, dass jetzt 50 Kilometer Küstenstreifen mir zur Verfügung gestellt werden. Ich darf das entwickeln. Da war ich auf einmal sehr demütig. Dachte, das ist schon ein Brett.
Dr. Lorenz Hübner ist Immunbiologe und hat das Buch Der grüne Rettungsring über Steppenbegrünung geschrieben. Herr Hübner, als jemand, der sich seit Jahren mit der Thematik beschäftigt, was halten Sie von dem Projekt Sareb? Ich glaube, hier wird alles richtig gemacht und es ist wirklich sehr zu begrüßen. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Der Anbau in der Wüste, der klappt. Das wissen wir zum Beispiel aus der Seekern-Kooperative in der ägyptischen Sahara, die es dort seit 45 Jahren gibt und ökologischen Anbau produziert. Und insofern ist das ein sehr spannendes Thema. Schön wäre es auch zu sehen, und ich weiß nicht, ob das geplant ist, ob es hier auch Bestrebungen gibt, die native, lokale Vegetation sich selbst, also durch diese Art Anschubbewässerung, entstehen zu lassen. Das wäre ein schönes Beispiel, wie man dann vielleicht auch die gesamte Sahara oder größere Teile davon begrünen könnte. Was kann Wüstenbegrünung gegen den Klimawandel bringen? Wir wissen seit den 70er Jahren aus Simulationen, dass die Begrünung der Sahara die Temperatur über Nordafrika um bis zu 8 Grad senkt. Also das ist nicht wenig. Und in meinem Buch habe ich dann auch beschrieben, überlegt, was passiert, wenn ich das Ganze jetzt auch ausdehne auf so eine Art Grüngürtel bis hin nach Zentralasien, bis hin China, Australien, überall dort, wo es diese Wüsten- und Wüstenrandgebiete gibt. Und wenn ich mir da vorstelle, über Teilen dieser Kontinente gibt es Temperatursenkungen um 3, 4 oder 5 Grad. Dann kann man sich bestimmt auch vorstellen, dass es globale Temperaturauswirkungen hat. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dies ist nur der direkte Effekt der Vegetation auf das Klima, also über Schatten und Windbremsung. Dann kommt natürlich noch die CO2-Speicherung dazu im Gigatonnenbereich. Das ist immens. Es gab ja schon diverse Projekte, um Wüsten zu begrünen, und viele sind gescheitert. Wo liegen die größten Herausforderungen? Ja, einmal Stabilität, soziopolitische Stabilität über Jahrzehnte ist ganz wichtig, dass ich hier keine Störungen habe, welcher Art auch immer. Und da wird hier wirklich alles richtig gemacht, indem man den mauretanischen Staat an die Hand nimmt, Arbeit für die Bevölkerung dort schafft und die Flächen einfach nur pachtet, Anbaufläche schafft und so weiter. Also das ist ganz wichtig, diese Stabilität dort. Und dann auch die ökologische Stabilität, also hydroökologische Stabilität im Sinne von Artenvielfalt, Bodengesundheit und nicht zu hohe Wuchsdichte. Dankeschön, Dr. Lorenz Hübner. Sehr gerne. Über Trockenheit können wir uns in vielen Orten in Europa momentan nicht beschweren. Besonders heftig war es gerade in Italien. In der Toskana und in Ligurien gab es heftige Überschwemmungen. Da ist innerhalb von 20 Stunden so viel Regen gefallen wie in Frankfurt durchschnittlich im ganzen Jahr. Und auch in Deutschland gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Starkregen mit überfluteten Kellern. Generell werden unsere Herbste in Deutschland immer regnerischer. Woran liegt das? Stefan Laps aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum erklärt uns den Zusammenhang zwischen Erderhitzung und mehr Regen. Die Klimaerwärmung schreitet voran. Und je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf haben wir in der Atmosphäre. Man sagt, pro Grad Celsius wärmerer Luft passen etwa 7% mehr Wasserdampf in unsere Luft. Und das bedeutet, gerade in Verbindung mit Tiefdruckgebieten, es wird nasser. Und das ist messbar. Wenn wir uns mal die Klimareferenzperiode von 1941 bis 1970 anschauen und dort mal konkret den Herbst in den Blick nehmen, das sind die Monate September, Oktober und November, dann sind in diesem Zeitraum 175,5 Liter pro Quadratmeter im Deutschland-Durchschnitt gefallen. In der aktuellen Klimaperiode von 1991 bis 2020 sind es schon 15 Liter pro Quadratmeter mehr. Es ist also deutlich messbar, dass es zum einen wärmer geworden ist und zum anderen, dass aufgrund des höheren Wasserdampfs, dass es auch mehr regnet. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Herbst 2024 anschauen, zumindest erstmal so den Zeitraum bis Ende Oktober, dann sind im Deutschlandmittel schon 160,6 Liter pro Quadratmeter gefallen. Das ist auch schon ziemlich viel und hängt damit zusammen, dass wir eben einen ordentlichen Wärmeüberschuss vor allen Dingen im Atlantik und in der Mittelmeerregion vor uns herschieben.
Das Wasser dort ist circa 1 bis 3 Grad wärmer als normal. Und das führt eben dazu, gerade in Verbindung mit Tiefdruckgebieten, wenn die über Deutschland hinwegziehen, dass es deutlich mehr regnet. Und das kann sogar im Herbst stellenweise noch Auswirkungen haben, die wir eher aus dem Sommer kennen. Große Regenmengen können punktuell auch schon mal Überschwemmungen mit sich bringen, überflutete Keller oder Unterführungen. Dankeschön, Stefan Laps. Wenn Sie demnächst Pommes essen, werden Sie vielleicht an den Beitrag denken, den wir Ihnen jetzt zeigen. Denn altes Fritteusenfett kann gegen den Klimawandel helfen, und zwar indem es in Bio-Kerosin umgewandelt wird. Die EU hat festgelegt, dass der Anteil von Bio-Kerosin in Flugzeugen ab nächstem Jahr bei mindestens 2% liegen muss. Und in Spanien reagiert ein Erdölkonzern darauf und sammelt das Fett aus Privathaushalten schon seit einiger Zeit im großen Stil ein. Was genau damit passiert, zeigt uns unser Spanien-Korrespondent Sebastian Kisters. Dieses Flugzeug wird ausschließlich von Biokraftstoff angetrieben, wie ausgedientem Frittenfett. Das hilft dem Klima gleich doppelt, haben Wissenschaftler bei Abgasuntersuchungen festgestellt, aber der Reihe nach. An vielen Tankstellen in Spanien kann man ausgedientes Fett aus Fritteusen abgeben. Dafür gibt's Tankgutscheine. Denn für das Unternehmen ist das hier ein wertvoller Rohstoff. Altes Speiseöl wird gesammelt und per Schiff nach Cartagena verfrachtet, in eine völlig neue Raffinerie. In diesem Jahr fertiggestellt, um nachhaltige Kraftstoffe herzustellen. Es gibt 2 Reaktoren. Sie wandeln Komponenten aus diesen Speiseölresten in die gleichen Bestandteile, wie wir sie bei Kraftstoffen auf Erdölbasis haben. Chemisch ist es am Ende das Gleiche. Biosprit für Lkw und Flugzeuge wird hier hergestellt. Die spanische Fluggesellschaft Iberia ist ein Abnehmer. Triebwerktests haben ergeben, dass es keine Probleme gibt. Noch gibt es Kerosin aus gebrauchten Fetten, aber nicht in großen Mengen. Diese Ressource ist endlich. Doch aus Forschungslaboren kommen weitere Ansätze, Kerosin ohne Erdöl herzustellen. Wenn ein Wald gerodet wird, können wir zum Beispiel all das Material, das auf dem Boden liegen geblieben ist, nutzen und in erneuerbare Brennstoffe umwandeln. In kleinen Testraffinerien beginnt, was in Cartagena groß umgesetzt wird. Oder weiter im Süden, im andalusischen Huelva. Ein anderes spanisches Unternehmen baut hier gerade für 1,2 Milliarden Euro eine Fabrik, um nachhaltiges Kerosin herzustellen. 500.000 Tonnen im Jahr, das ist 1/3 der derzeitigen weltweiten nachhaltigen Produktionsmenge. Wir beliefern bereits die 7 wichtigsten spanischen Flughäfen. Das Rennen hat begonnen und wir dürfen die Gelegenheit nicht verpassen, weiterhin Vorreiter in der Fertigung zu sein. Der größte Investor für dieses Werk kommt übrigens aus Abu Dhabi. Sie glauben dort offensichtlich an die Zukunft von nachhaltigem Kerosin aus Pflanzenresten oder Fetten. Flugzeuge, die in Europa abheben, müssen im kommenden Jahr bereits zu mindestens 2% mit nachhaltigem Kerosin betankt werden. Das hat die EU festgelegt. Im Jahr 2030 bereits zu 6%. So soll der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Aber Forschende aus Deutschland haben nachgewiesen, dass nachhaltiges Kerosin, gewonnen etwa aus altem Speiseöl, aus einem weiteren Grund das Klima weniger stark belastet. Ein Forschungsflugzeug ist dafür einem Passagierjet gefolgt und hat Abgasproben genommen. Mit unseren Flugzeugmessungen konnten wir also zeigen, dass der Einsatz von nachhaltigen Luftverkehrskraftstoffen zu einem niedrigeren Rußausstoß geführt hat. Das reduziert die Eiskristalle in Kondensstreifen und das reduziert die Erwärmung durch Kondensstreifen. In die Luft gehen, ohne das Klima zu belasten. Ein weiter Weg, doch er hat begonnen. Ein Bauernbrot, frisch aus dem Ofen, das ist was richtig Feines. Um so ein leckeres Brot zu machen, braucht man natürlich Getreide. Zum Beispiel das beliebteste Getreide in Deutschland, Weizen. Beim Anbau von Weizen gibt es wegen des Klimawandels aber immer mehr Probleme, zum Beispiel mit Hitze und Krankheiten. Die Uni Kassel macht deswegen gerade ein Forschungsprojekt, bei dem sie sogenannten Populationsweizen anbaut. Was den genau ausmacht und ob er wirklich dem Klimawandel trotzt, haben wir uns auf dem Feld angeschaut. Odette Whedon mag es eigentlich gerne ordentlich.
aber nicht beim Getreide. Was wir hier sehen, sind ganz unterschiedliche Ähren und jede Ähre ist eine andere Pflanze, so eine Individuum für sich. Und das sieht ein bisschen wild aus, ein bisschen chaotisch. Wild? Chaotisch? Das ist, was wir wollen, das ist gemeint und hat auch einen Sinn. Nämlich es anders zu machen als auf einem normalen Weizenfeld. Da hat jede Pflanze fast identische Eigenschaften. Die Züchtung ist auf ganz bestimmte Merkmale fokussiert. Zum Beispiel auf hohen Ertrag und darauf, dass jede Pflanze starke Abwehrkräfte gegen bestimmte Pflanzenkrankheiten hat. Aber die Klimaerwärmung bringt immer mehr und auch neue Krankheitserreger. Wenn man überlegt, dass eine Sorte jede Pflanze genetisch identisch ist, heißt es, dass egal was der Stress ist, ob das eine Krankheit ist oder ob das zu trocken ist, jede Pflanze kann nur gleich agieren. Das heißt, wenn eine neue Pathogen reinkommt oder eine Krankheitsrasse und eine Pflanze ist anfällig, dann ist der ganze Feld anfällig und dann hat man Ertragseinbußen. Außerdem haben es die Landwirte immer häufiger mit völlig unberechenbarem Wetter zu tun. Besonders drastisch waren die Dürresommer 2018, 19 und 22. Und in anderen Jahren wechseln sich Dürreperioden mit plötzlichem Starkregen ab. Odette Whedon ist überzeugt, da kann Vielfalt helfen. Sie erforscht die Praxistauglichkeit von genetisch diversem Weizen, auch Populationsweizen genannt. Auf dem Feld stehen hier keine fast identischen Pflanzen, sondern vielfältige Nachkommen von sorgfältig ausgesuchten Eltern. Alle sind miteinander verwandt und doch unterschiedlich. Bringt so eine Familie wirklich Mehrwert? Das soll ihre Forschung zeigen. 10 landwirtschaftliche Betriebe bauen den Populationsweizen dafür testweise an, an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Darunter auch Volker Mente in Nordhessen. Ich war skeptisch, weil man andere Sorten konnte man nachlesen, wie werden die geführt, wie, wann reift, wann ist das Ehrenschieben, was sind die Anfälligkeiten, wo muss man drauf achten. Bei Populationsweizen ist das so wie so eine kleine Blackbox. 2 unterschiedliche Populationsweizen haben er und die anderen beteiligten Landwirte angebaut. Und dazwischen eine einheitliche Liniensorte mit bekannten Eigenschaften wie einem stabilen mittleren Ertrag und guten Backeigenschaften. Christian Lecht ist Biobäcker aus Leidenschaft. Für alle seine Brote entwickelt er eigene Rezepturen, denn jedes Mehl ist anders. Hinweise, wie sich das Mehl verarbeiten lässt, bekommt er von der Mühle, die das Getreide mahlt. Feuchtkleber zum Beispiel wird ermittelt, das ist ein wichtiger Parameter. Das heißt, wie viel Eiweiß uns oder dem Mehl zur Verfügung steht. Ganz wichtig für gerade im Weizenbereich, für die Teigausbildung, für die Krumenausbildung. Enzymwert ist total wichtig, um zu sehen, wie lange kann ich zum Beispiel den Teig führen. Das heißt, unsere Bäckerei achtet darauf, sehr lange Teigführung zu machen. Und dieser Enzymwert gibt uns einen Anhalt, wie lange wir das herauszögern dürfen, um noch mehr Aroma zu erzeugen. Aroma, saftiges Inneres, tolle Kruste. Gelingt das auch mit dem neuen Mehl von den Versuchsfeldern? Christian Lecht und 13 weitere Bäckereien testen das. Doch erstmal muss das Getreide wachsen, Pilzerkrankungen und anderen Widrigkeiten widerstehen. 2 Jahre lang beobachten Odette Whedon und ihr Team alle 10 Versuchsflächen. Die Ergebnisse sind hervorragend. Die beiden Populationsweizen bringen zwischen 10% und 14% mehr Ertrag als die herkömmliche Sorte. Und zwar sowohl im Durchschnitt als auch auf den einzelnen Flächen. Und die haben ja je nach Standort ganz unterschiedliche Bedingungen. Offenbar können sie die vorhandenen Nährstoffe besser ausnutzen und kommen auch mit den klimatischen Bedingungen besser zurecht. Und das, obwohl die beiden Untersuchungsjahre sehr unterschiedlich waren. 2021 sehr nass, 2022 sehr trocken. Vielfalt siegt. Ein so eindeutiges Ergebnis hat auch die Forschenden überrascht. Doch was sind die Gründe? Zum einen sind die Pflanzen unterschiedlich hoch und haben dadurch auch unterschiedlich lange Wurzeln.
Und die können dann verschiedene Ressourcen zugreifen. Ressourcen heißen Wasser, Nährstoffe. Das ist dann quasi eine sehr komplexe Zusammenarbeit, die dann auch dadurch sorgt, dass das kompensiert wird, dass da genügend Wasser, genügend Nährstoffe für jede Pflanze zur Verfügung steht. Durch die unterschiedlich hohen Pflanzen kann der Wind das Feld außerdem besser durchlüften. Das beugt Pilzerkrankungen vor. Und in der Summe haben die Weizenpflanzen nun viel mehr Abwehrmechanismen. Krankheiten können sich nicht mehr großflächig ausbreiten. Landwirt Volker Mente ist sehr zufrieden. Der Weizen hat sich flexibel an alle Widrigkeiten angepasst. Die Bedenken, die man vielleicht etwas hatte vorher, die haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, es war also kein deutlicher Unterschied festzustellen, was die Ernte betrifft und was den Ertrag betrifft. Und was ist mit dem Geschmack? Christian Lecht hat zwei Brotsorten mit dem Populationsweizen hergestellt. Sein Försterbrot enthält das Mehl zu einem Viertel, ist besonders aromatisch und bleibt lange frisch. In der Pop-Kruste stecken 100% Populationsweizen, verfeinert mit Schwarzkümmel und Walnüssen. Die für ihn so wichtige lange Teigführung hat gut funktioniert. 24 Stunden konnte der Teig reifen. In dem ganzen Herstellungsprozess dieses Brotes bin ich eigentlich auf jeder Stufe immer wieder aufs Neue überrascht worden. In der Verarbeitung direkt auf dem Tisch mit den Händen hat es sich ganz besonders angefühlt. Und dann auch im Backprozess, es hat eine super Stabilität gehabt. Erst dachte ich, es würde total flach werden. Dann im Ofen hat es riesigen Ofentrieb bekommen. Und im Nachgang hat es dann auch eine schöne Kruste bekommen. Und das Brot selber hat eine super lange Frischhaltung. Das Aroma ist ganz hervorragend. Irgendwie scheint das Mehl mehr zu sein als die Summe seiner Eigenschaften. Ich probiere immer Weizenpopulationen mit einer menschlichen Population zu vergleichen. Wir als Menschen sind auch sehr divers und jeder hat seine Stärke und Schwäche. Und dafür können wir füreinander kompensieren. Wenn der eine nicht gut geht, dann geht es der andere besser und da ist dann ein Ausgleich. Und genau ist es so auf dem Feld. Wir haben verschiedene Individuen und jeder hat seine Schwäche und Stärke. Und wenn die Schwächen nicht kann, dann können die Stärke dafür das kompensieren. Weizen mit vielfältigen Eigenschaften. Eine Möglichkeit, um die Landwirtschaft fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Und wir sprechen mit der Hauptverantwortlichen des Projekts, Professorin Maria Renate Fink von der Uni Kassel. Frau Fink, warum ist Agrobiodiversität in der Landwirtschaft so wichtig in Zeiten des Klimawandels? Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass man sich versichert gegen die Unsicherheit. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie ein Jahr ein trockenes Jahr haben, im nächsten Jahr ein nasses Jahr, dann wissen Sie ja nicht vorher, ob es trocken oder nass wird. Und wenn Sie verschiedene Pflanzen im Feld zusammen anbauen, dann haben Sie einfach die Möglichkeit, Pflanzen, die auf beides angepasst sind, nebeneinander anzubauen. Und die können dann ausgleichen. Und immer die, denen es besonders gut geht, werden den Ertrag liefern, während die anderen dann in den Hintergrund treten. Im Beitrag geht es ja vor allem um Weizen. Ist der Ansatz der genetisch diversen Sorten auch für andere Kulturpflanzen denkbar und eventuell auch schon erforscht? Ja, es gibt schon sehr große und erfolgreiche Geschichten. Unter anderem in der ehemaligen DDR wurden 360.000 Hektar Braugerste als Sortenmischungen angebaut und damit 80% der Fungizide eingespart. Auch im Kaffee in Kolumbien werden 2/3 der Produktion inzwischen mindestens mit sogenannten Multilinien, also für Resistenzen vielfältige Linien angebaut. Das ist immerhin einer der besten Kaffees weltweit. Und auch hier werden pro Jahr, ich habe jetzt nicht die allerneuesten Zahlen, aber bis zu 100 Millionen Dollar an Fungiziden eingespart. Was muss denn passieren, damit genetisch diverse Sorten auch tatsächlich flächendeckend in der deutschen Landwirtschaft zum Einsatz kommen? Es muss deutlich für genetisch diverse Sorten geforscht werden. Es muss gezüchtet werden auf Anpassung auf Diversität anstatt auf Anpassung auf Einheitlichkeit. Und es muss selbstverständlich auch gemeinsam mit den Müllern und Bäckern, zum Beispiel beim Weizen, dafür gesorgt werden, dass damit auch gute Qualität produziert wird, so wie wir das ja geschafft haben. Aber das muss natürlich an vielen verschiedenen Standorten mit vieler verschiedener Genetik auch getestet werden.
Gibt es denn auch Vorbehalte gegenüber Ihrer Forschung? Ganz bestimmt. Es gibt einige Züchter, die haben große Bedenken, weil natürlich die Züchter bisher über lange Zeit jetzt auf genetische Einheitlichkeit gezüchtet haben und das auch mit großem Erfolg. Aber das ist nicht unbedingt so, dass es hier große Gegensätze gibt. Wir brauchen den Züchtungsfortschritt, aber wir müssen einfach uns nochmal über die Züchtungsziele klar werden, was bedeutet was und wo müssen wir die Dinge anders zusammenbringen. Also ich habe auch viele Züchter, mit denen ich da sehr gut im Austausch bin und bin dann immer ein bisschen traurig, wenn da einfach gesagt wird, das funktioniert nicht. Das ist auch eine Frage, ob man darauf hinarbeitet oder sagt, man macht alles auf Einheitlichkeit, dann ist es natürlich nicht für die Vielfalt geeignet. Dankeschön. Professorin Maria Renate Fink, Fachgebietsleiterin ökologischer Pflanzenschutz an der Uni Kassel. In Cali in Kolumbien läuft gerade die 16. UN-Artenschutzkonferenz. Abgesandte aus fast 200 Ländern sind dabei und wollen vereinbaren, wie man die Naturzerstörung und das weltweite Artensterben in den nächsten Jahren eindämmen kann. Da geht es also um ganz große Dimensionen. Aber man kann an ganz vielen Stellen auch im ganz Kleinen etwas für den Artenschutz tun. Zum Beispiel im eigenen Garten. Und da ist die Devise, weniger ist mehr. Mit Wildblumen Insekten anlocken. Das klappt im Sommer hervorragend. Doch jetzt im Herbst sehen viele Blüten schon so aus. Warum sie trotzdem noch wichtig sind, das kann man in der alten Schlossgärtnerei Plön erleben. Und es geht darum, zum Beispiel jetzt nicht sofort zu beurteilen. Ist das ausgeblüht, kann weg? Das sind Nachtkerzen. Ich kann da Nachtkerzenöl von machen, ihr könnt es aber auch probieren. Ja, also Peeling vielleicht auch, das weiß ich nicht. Kann man das essen? Das kann man essen, muss man ein bisschen knacken, genau. Die Wildnis nutzen und der Natur Gutes tun, das ist die Devise von Gartenchefin Dorit Damke. Vor mehr als 20 Jahren hat sie begonnen, aus dem verwilderten Stück Land einen naturnahen Nutzgarten zu schaffen, den sie inzwischen als Schaugarten für Besucher öffnet. Wir sehen hier diese abgeblühten Stauden und denken, ah, der Impuls ist da, ich muss das jetzt wegschneiden, ich muss aufräumen im Garten. Aber das wäre ja so schade, weil diese Samen hier zum Beispiel, die sind für Vögel wieder wichtig, auch im Winter. Die Pflanze sät sich darüber aus, das ist einfach ganz, wenn sie dann leer sind, hier wie diese zum Beispiel, dann können sich da drin Insekten verstecken. Diese Strukturen haben ja auch letztendlich eine Schönheit. Die muss man einfach mal auf sich wirken lassen und dann diesem Impuls widerstehen, es aufzuräumen. Auf ihrem 9000 Quadratmeter großen Grundstück wachsen Kulturpflanzen und Wildblumen nebeneinander und bieten auch Tieren Lebensraum. Eine Besonderheit ist ihr Waldgarten, in dem Kräuter, Sträucher und Bäume ein essbares Ökosystem bilden. Also eigentlich ist das das Paradies auf Erden. Und hier haben wir zum Beispiel einen sibirischen Kohl, der ist mehrjährig, total schmackhaft. 40 verschiedene essbare Pflanzen wachsen hier in mehreren Etagen und kreuz und quer durcheinander. Dann haben wir hier Sauerampfer zum Beispiel. Das sind Gemüse, die kann ich immer wieder nachschneiden. Wird gerne in der persischen Küche im Reis verwendet. Sauer. Die Berberitze. Schön lauer, ne? Und wer das scharf mag. Das ist aber scharf. Ja. Die Kresse. Und alte Gemüsesorten hat sie auch wieder entdeckt, die schon fast in Vergessenheit geraten sind, wie die Ringelbeete. Das ist eine rote Beete, die allerdings geringelt ist. Roh auf den Salat zum Beispiel. Kannst du auch alte Gemüsesorten sind robust und widerstandsfähig. Süß. Schmeckt gut. Gesund vor allen Dingen. Ja, wenn ich an Beete denke, denke ich immer an rote Beete. Genau. Ja, die ist ein bisschen scharf immer und erdig. Ne? Scharf und so weiter. Die ist so süßlich jetzt so zum Essen, ist die wirklich angenehm. Ja, sehr ist lecker. Und dann stehen da noch die, die überall sonst als erstes weggeräumt werden. Stehende alte Bäume. Da sind ganz viele Insekten drin. Das sind Vögel daran, die sich von diesen Insekten ernähren. Gucken wir mal. Asseln und Tausendfüßler, nicht gerade Sympathieträger, doch für guten Humus ganz entscheidend. Bei der Bewertung der Natur, sagt Dore Damke, kommt es eben immer auf den Blickwinkel an.
Das war's für diese Woche von der Klimazeit. Ich sage Tschüss und bis bald.